Spätestens wenn man meinen letzten Podcast gesehen hat, weiß, ich bin ein kleiner LED-Nerd. Ich habe zum Beispiel auch meinen kompletten Arbeitsraum mit LEDs beleuchtet, 50 Watt LED-Streifen für die Raumbeleuchtung und wenn es mal was mehr Licht sein darf, zum Beispiel beim Löten, habe ich auch kleine LED-Spots an der Werkbank montiert. Ja, dieses Jahr war unter anderem auch das Chaos Communication Camp und da bin ich natürlich auch dann mit LEDs aufgelaufen. Unter anderem habe ich jenes Teil hier aus der Bastelkiste geholt. Das ist ein RGB-Streifen, das heißt, hier sind mehrere LEDs drauf und jede LED hat wiederum drei LEDs in diesem Gehäuse drin, nämlich eine rote, eine grüne und eine blaue. Und wer in Farbenlehre aufgepasst hat, weiß, je nachdem, wenn man die Helligkeit entsprechend anpasst, kann man im Prinzip dieses Teil in jeder beliebigen Farbe leuchten lassen. Ja, ich hatte hier den zum Beispiel im Zelt montiert, einen zweiten flexiblen außerhalb vom Zelt und dann einen Controller auf Basis von EtherSex und dem Polynet IO Board hinten dran. Und so war es dann möglich, übers Internet die Farbe von meinem Zelt zu wechseln. Ja, aber ich war natürlich nicht der Einzige mit der Idee, denn da laufen sehr viele Nerds rum und irgendwie hat jedes Zelt geleuchtet. Und mit einer Person, die so eine Installation unter anderem wohl auch irgendwie mit betreut hat, bin ich ins Gerede gekommen. Und zwar war der vom Chaos Computer Club München und die haben mit ihrem Moodlight einen ähnlichen Ansatz gemacht. Und zwar benutzen die nicht diese Streifen wie ich hier, sondern kleine einzelne LEDs und haben dahinter einen entsprechenden Controller. Da komme ich gleich zu. Jedenfalls ist während dem Gespräch die Frage gefallen, die LED muss doch irgendwie schweineteuer sein. Weil diese Teile waren sehr hell und sahen auch relativ professionell aus. Ja, seine Antwort war nein. Okay, danach habe ich die Shop-Adresse bekommen und musste doch ein bisschen lachen, denn es ist ein gewisser China-Shop, bei dem ich auch sehr häufig bestelle und der wahrscheinlich auch hier gerade irgendwo bei YouTube, bei YouTube beworben wird. Wenn ihr nämlich auch in die Richtung unterwegs seid, die schalten momentan sehr viel Werbung. Und ich konnte es natürlich mir nicht verkneifen, habe mir so einen Teil mitbestellt. Man sieht sie hier, es ist eine kleine LED, montiert auf diesem, ja, so eine Art Stern. Der wird einerseits benutzt, um diese Pads zum Anschließen bereitzustellen und von der Rückseite ist entsprechend Metall und das Ganze wird als Kühlkörper verwendet. Ja, von den Spezifikationen her sagt der Hersteller 3 Watt. Das zählt natürlich nur, wenn alle Farben auf maximaler Leuchtstärke sind. Und ja, die kostet momentan irgendwo so 2,50 Euro, 3 Euro rum. Kann man also nicht viel falsch machen. Aber diese LED muss natürlich angesteuert werden. Wie gesagt, bei meiner Leiste hatte ich diesen EtherSex. Und ja, dieser EtherSex ist allerdings relativ teuer. Und ich habe mich mal umgeschaut, wie andere das machen. Und beim CCC München läuft das Ganze mit diesem Controllerboard, was wir hier sehen. Dieses steuert ebenfalls die LED über Transistoren an. Per Pulsweitenmodulation, das ist ein Verfahren, um LEDs heller und dunkler zu machen in diesem Fall. Und ja, Linearboard kann irgendwie auch alles. Also im Testaufbau sprach es RS485 mit IPv6 drauf. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber klingt interessant. Aber wenn man sich hier Hardware anschaut, Infrarot, Funk, dieses USB, dieses Teil spricht im Prinzip alles, was es so an Schnittstellen gibt. Ja, ist natürlich eine schöne Sache, aber auch entsprechend schlägt es auf den Preis. Und wenn man mehrere von diesen LEDs machen will und die Funktionen nicht braucht, ja gut. Also ich für meinen Fall überlege da zweimal und habe mir deswegen dann überlegt, okay, ich wollte ohnehin mal Platinen fertigen lassen, mal zum Gucken, wie das Ganze funktioniert. Und wieso fangen wir nicht hiermit an? Weil die Schaltung ist nicht unbedingt so komplex. Man kann viel von den Projekten ja abschauen. Oder wie sagt man das? Ich glaube, Herr Gutenberg kann da schöne Sachen zu sagen. Und nachdem ich mir diese Daten dann geklaut habe, gehe ich jetzt mal hin und designe was Schönes daraus, was nur die Funktion hat, die ich benötige. Und ja, schauen wir mal. Werfen wir erstmal einen kleinen Blick auf den Schaltplan und wir fangen oben an. Dort sehen wir, kommen zwei Pins eines Konnektors an. Das ist unsere Spannungsversorgung. Heißt also auf dem Board selber, hier haben wir keine Spannungsregler oder ähnliches, sondern wir beziehen die Spannung extern. Da hängt ein Elektrolytkondensator dran. Da komme ich später noch drauf, was es mit dem auf sich hat. Und direkt darunter sehen wir den Mikrocontroller. Das ist ein AT Tiny 25. Der ist für diesen Job hier eigentlich nicht geeignet, denn er hat
selber keine Möglichkeiten, PWM zu machen, beziehungsweise nicht genügend. Und der Speicher von 2 Kilobyte ist natürlich sehr stark beschränkt, aber ihn qualifiziert ein großer Punkt, nämlich sein Preis. Der kostet nämlich fast nichts. Und ja, ich habe es geschafft, den Code in die 2 KB reinzubekommen. Wer größere Projekte damit vorhat, ATtiny 45 oder 85, sind vom Aufbau her, also von den Pins, exakt gleich und haben lediglich dann mehr Speicher. Der Mikrocontroller selbst hat Standardbeschaltung, also Pull-Up an Reset, einen Kondensator in der Stromversorgung drin. Und die 5 Pins haben sich aufgeteilt. 2 von den Pins, nämlich PB2 und PB0, gehen wiederum an den Konnektor. Das sind 2 Pins, die eine besondere Bedeutung bei diesem Controller haben. Die werden nämlich für I2C bzw. TWI benötigt. Und das ist ein Bustyp, der mit 2 bzw. mit Erde 3 Kabeln arbeitet. Und über den soll diese Lampe am Ende angesprochen werden. Das ist nicht unbedingt der schnellste Bus und ist eigentlich auch nicht für die Längen gedacht. Aber da ich nicht die Geschwindigkeit brauche, die eigentlich für den Bus vorgesehen ist und den langsamer betreiben kann, sollte das kein Problem sein. Die 3 übrig gebliebenen Pins gehen dann weiter an MOSFETs. Wir sehen hier, das sind IRF 7103. Das sind immer 2er-Pakete, deswegen sehen wir unten links, dass da einer übrig ist. Allerdings sind das, obwohl es 2 Stück sind, günstiger, als wenn ich sie einzeln kaufen würde. Ja, und hinter dem MOSFET sehen wir auf dem Weg zur LED noch einen Widerstand. Und der MOSFET mit dem Widerstand zusammen, das ist eine spezielle Schaltung, die den Strom konstant hält. Denn die LEDs müssen nicht mit einer konstanten Spannung angesteuert werden, sondern mit einer konstanten Stromstärke. Und das Ganze nennt sich auch Stromreglerdiode. Der passende Link zum Nachlesen ist unten eingeblendet. Wenn wir dann auf das richtige Board draufschauen, sehen wir unten in der Mitte den angesprochenen Konnektor für Stromversorgung und Bus. Dann haben wir in der Mitte den Mikrocontroller. Die MOSFETs sind SMD-Pakete, die auf der Unterseite sehen. Die sehen wir links vom Mikrocontroller und so schräg oben rechts. Dann haben wir die 3 großen Widerstände mit 4,7 bzw. 8,2 Ohm. Das sind 2 Watt Widerstände. Und dann haben wir im rechten Bereich 4 von diesen grünen Ringen. Das sind sozusagen unsere Lötstellen, wo am Ende die LEDs dann dran kommen. Ja, der Rest, den wir hier sehen, sind alles nur noch die Widerstände, den einen Kondensator und den Elko-Links. Und ja, das war's vom Board dann eigentlich. Ja, wenn wir dann am Ende unsere kompletten Platinendaten fertig designt haben, hoffentlich ohne Fehler, dann brauchen wir natürlich nicht nur die Daten, sondern auch die physikalische Platine. Ja, meistens gibt es da 2 Möglichkeiten. Entweder man matscht selber mit Chemikalien und ätzt sich das Ganze selber, oder man gibt es an externen Dienstleister und lässt sich für teuer Geld die Platinen fertigen. Ich für meinen Fall greife da dann in die Trickkiste. Das heißt also, ja klar, die Daten rein, was haben wir noch, ein bisschen, ja, Isoband hält alles zusammen, Chemie, hier Kontakt und so weiter. Immer gut, alles rein und ja, darf natürlich nicht fehlen. Rein. Ja. Magic Smoke. Ohne das funktioniert nichts in der Elektronik. Also alles rein, gut vermischen und die Trickkiste macht Platin. Wunderbar. Kurzer Blick auf das Ergebnis nach dem Löten. Wir sehen hier die Unterseite mit den beiden IC-Packages mit den MOSFETs. Dazu die SMD-Widerstände und den einen Kondensator. Auf der Oberseite selber der IC-Sockel, hier noch nicht belegt. Die 3 großen Widerstände, die nach oben stehen, sodass sie besser kühlen können. Und links vorne ist der Konnektor, der in dem Fall ein bisschen schief geraten ist.
Aber hey, ist der erste Versuch mit der Platine. Die LEDs selber sitzen am Ende dann mit Kabeln einfach auf der Rückseite drauf, hängen sozusagen dann überm Board, dass auch da die Luft besser zirkulieren kann. Und hier sehen wir auch den Elko, den ich schon mal angesprochen hatte. Wir sehen, hier ist er nämlich lose. In den neueren Board-Revisionen hatte ich ihn mit eingezeichnet. Kam mir aber erst leider später die Erkenntnis, denn ja, ich dachte, ich käme ohne aus, aber wenn die LED auf volle Helligkeit gefahren wird, bricht die Spannung so weit zusammen, dass der Mikrocontroller einmal auf Wiedersehen sagt und deswegen den Elko noch dabei, um das abzufangen. Ja, zur Software selbst ist nicht allzu viel zu sagen. Großteils aus dem Netz zusammenkopiert. Wir haben zum Beispiel den TBI Slave-Driver von Martin Junghans und Markus Schatze. Dann Teile sind aus dem Moodlamp RF-Projekt, was ich schon angesprochen hatte. Der Soft-PWM ist zum Beispiel von microcontroller.net entnommen. Und ja, wenn wir da mal ein bisschen reinschauen, haben wir hier hauptsächlich eine Stelle. Nämlich an dieser wird die Slave-Adresse definiert. Die ist jetzt hier bei der Version im Make-File hinterlegt. Das ist sozusagen die Adresse des Bausteins, den wir jetzt als nächstes programmieren wollen. Jeder braucht natürlich seine eigene Adresse auf dem Bus. Dann Standard Libraries importieren, ein paar Makros, globale Variablen. Hier sehen wir zum Beispiel den Timer. Der ist hier ein bisschen umgebogen. Und zwar haben wir ein Array jeweils mit drei Werten für die Farben. Und der wird hier sozusagen umgebogen auf die einzelnen Pins, da diese nicht B0, B1, B2 sind, sondern die Farben hängen ja an B1, B3 und B4. Das wird hier umgebogen. Dann haben wir etwas für das I2C. Hier werden einmal die Werte, die man über I2C schickt, in die Farbwerte oder für Fading-Effekte übernommen. Also Fading-Effekte sind hier implementiert. Das heißt, man kann, wenn man jetzt eine Farbe hat und zu einer anderen wechseln will, das nicht nur auf einen Schlag machen, sondern auch leicht überblenden lassen, was direkt dann in der Firmware hier passiert. Das heißt, man benötigt dann nicht die ganzen Zwischenwerte vom PC berechnet über den Bus zu schicken, was dann wiederum unnötig Datentransfer wäre. Außerdem werden die aktuellen Farbwerte noch bereitgestellt, sodass man zu Kontrollzwecken auch über den I2C-Bus ein paar Werte auslesen kann. Ja, ansonsten haben wir hier noch diese Tabelle hier. Und zwar die LEDs haben die Angewohnheit, dass sie dummerweise nicht linear sich verhalten, sondern mehr oder weniger algorithmisch. Und diese Tabelle hier fängt das ein bisschen ab, sodass es fürs Auge trotzdem halbwegs so aussieht, als ob die LED wirklich immer heller wird und nicht irgendwie zwischendrin groß rumspringt. Ja, ansonsten Initialisierung, ich denke, das kann sich jeder selber anschauen. Der Source ist öffentlich. Hier sehen wir das Fading. Da wird im Prinzip immer die Farbe bei jedem Durchlauf des PWMs zum Beispiel um 1 erhöht. Und ja, was auch noch drin ist, Watchdog, das heißt, wenn der Controller hängen bleibt und man Glück hat, dann resettet er sich von selber und ist trotzdem noch ansprechbar, ohne dass man irgendwie den Strom wegholen müsste. Und ja, nach der Meilenschleife geht es in PWM Update. Diese Funktion wartet sozusagen darauf, dass der PWM-Zyklus, der aktuelle, abgeschlossen wird. Und solange das nicht ist, geht der Controller in Sleep Mode und wartet sozusagen, bis die Timer dann fertig durchgelaufen sind. Hat man die Module dann fertig gelötet und mit der Firmware versehen, können sie auch schon in Betrieb gehen. Wie bereits gesagt, wir haben hier einen kleinen Stecker dran, der für den Bus gedacht ist. Ich habe hier im Hintergrund mal ein solches Kabel. Das sind im Prinzip einfach vier Adern, die auf den Steckern terminieren. Und da werden die Module einfach dann drauf gesteckt. Ja. Zum Bus selber ist, wie gesagt, I2C. Um auf der Länge weniger Probleme zu bekommen, habe ich statt eines zentralen Pull-Up-Widerstands über den Bus verteilt an mehreren Stellen Pull-Up-Widerstände in die Stecker reingelötet. Damit funktioniert das Ganze relativ zuverlässig. Ja, momentan habe ich es am PC dran mit einem Bus Pirate, einem normalen Schaltnetzteil und das Ganze entsprechend ans Kabel angeklemmt. Dieser Bus Pirate ist sozusagen ein kleiner Konverter, der USB auf I2C in diesem Fall umsetzt. Es geht allerdings als Steuerung auch jede andere I2C-Quelle
die einen EEPROM ansprechen kann, also zum Beispiel Mikrocontroller ist relativ einfach zu implementieren. Oder auch, was ich schon mal gesehen habe, dass man die Statusleitungen der seriellen Schnittstelle verwendet und darüber sozusagen I2C spricht, ganz ohne zusätzliche Hardware. Ja, und wenn das Ganze jetzt funktioniert, dann kann ich jetzt einfach mal an diese Broadcast-Adresse, die also alle Module ansteuert, ein Signal schicken und wir sehen, ja, genau, es leuchtet grün, blau. Was wir auch verwenden können, sind die internen Fading-Effekte. Dass wir jetzt zum Beispiel hier von blau umswitchen auf rot. Genau, funktioniert auch. Und wir können nicht natürlich nicht nur diese Broadcast-Adresse ansteuern, sondern wir können auch einzelne Module, zum Beispiel nur dieses hier, auf eine andere Farbe umswitchen lassen und die anderen behalten ihre Farbe. Ja, also was soll man sonst noch zu den Modulen sagen? Sie waren günstig, sie tun momentan mal noch, was sie sollen. Und ja, für den Praxisalltag wird sich dann zeigen, ob es alles das unterstützt, was ich benötige. Und ja, wenn ihr Interesse an sowas habt, die Schaltpläne und die Software habe ich auf GitHub hochgeladen. Link steht irgendwo da unten, so in dem Bereich. Und ja, wenn das nachbaut, schickt mir mal ein paar Bilder oder Videoantworten und zeigt mal her, was ihr so daraus gebaut habt.